Mehr Wachstum oder mehr Sozialausgaben. In Japan haben die Wähler tatsächlich die Wahl zwischen zwei Gesellschaftsentwürfen. Die liberaldemokratische Partei LDP von Ministerpräsident Taro Aso setzt auf Wachstum und nationale Sicherheit. Herausforderer Yukio Hatoyama von der demokratischen Partei DPJ will unter anderem Geburtsprämien von umgerechnet 4.200 Euro ab dem ersten Kind einführen und 2.400 Euro Kindergeld pro Jahr für schulpflichtige Kinder. Aus meiner Sicht sind diese Beträge großzügig bemessen, doch die Kosten für die Schule sind so sehr gestiegen. Und nach dem, was ich von Leuten mit Kindern höre, bin ich nicht sicher, dass dies reichen würde. Das Programm der DPJ klingt verlockend, doch noch ist unklar, wie seine Umsetzung finanziert werden könnte. Japans Wirtschaft wächst nur schwach, die Defizite sind explodiert. Zunächst einmal müsste man sicher sein, dass für diese Politik der Familienförderung und auch der Krankenversicherung ausreichend Geld da ist. Bislang ist das alles noch sehr vage. Wegen der schwachen Geburtenzahlen beschäftigt auch das Problem der älter werdenden Bevölkerung viele Menschen in Japan. Hier sorgen sich die jungen Leute traditionell um ihre älteren Angehörigen. Bei diesen Plänen für die Familien verliert man die Fragen rund um die Senioren aus dem Blickfeld. Für mich sind sie wichtiger als die Sozialleistungen für Familien. Außer der Familienpolitik setzt die Partei von Hatoyama auf den Kampf gegen die Bürokratie und auf eine Erhöhung der Sozialhilfe. Die regierenden Liberaldemokraten dagegen wollen 2 Millionen Stellen in 3 Jahren schaffen und die Arbeitslosigkeit von 5,5 auf 4% senken. Schließlich kommt Japans Wirtschaft gerade aus der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg.